Markets on Air mit dem Schwerpunkt Mexiko, starker Partner für Deutschland. Heute steht die Karosserie auf dem Lehrplan. Jede Schraube, jedes Kabel hat seinen Platz und den müssen die Auszubildenden kennen. Die 18-jährige Yara González hat vor 7 Monaten ihre Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin angefangen. Sie gehört zum 3. Jahrgang bei Audi Mexiko. Die erste Woche war sehr, sehr aufregend, vor allem der erste Ausbildungstag. Zu sehen, wo ich arbeiten werde, wo ich lernen werde und dann den Audi Q5, an dem wir hier in Mexiko arbeiten. Yara und 80 andere werden hier nach deutschem Standard ausgebildet. Junge Fachkräfte wie sie sind in der Autoindustrie gefragt. Ein paar Meter vom Ausbildungszentrum entfernt steht die Produktionshalle. Vor wenigen Jahren hat Audi die Fabrik gebaut und fertigt hier die Geländelimousine Q5. Auf dem Gelände ist Platz für eine zweite Fabrik, wenn der Standort attraktiv bleibt. Puebla hängt an der Autoindustrie. Deutsche Hersteller fertigen hier teilweise seit Jahrzehnten. Ein Drittel der Wirtschaftsleistung kommt aus der Branche. Die versucht derzeit zuversichtlich zu bleiben. Trotz der Drohung Donald Trumps, Autos aus Mexiko mit US-Einfuhrsteuern zu belegen. Ich glaube, das ist viel Lärm um nichts. Die gesamte Branche ist sehr darauf angewiesen, dass wir hier Autos produzieren und die Amerikaner sie da drüben kaufen. Dieser Handel hat in den letzten Jahren hervorragend funktioniert. Yara ist für die Ausbildung extra aus dem Norden hergezogen. Sie teilt sich das kleine Apartment mit anderen Azubis. Ihre Familie kommt regelmäßig zu Besuch. Jetzt wünsche ich mir erstmal, dass ich meine Ausbildung schaffe, damit ich danach im Werk arbeiten kann. Langfristig wünsche ich mir einen sicheren Arbeitsplatz. Von meinem Gehalt würde ich mir dann gern ein Haus oder ein Auto kaufen. In knapp 2,5 Jahren macht sie ihre Abschlussprüfung. Yara hofft, dass bis dahin weiter genügend Autos in Mexiko gebaut werden. Deutsch-mexikanischer Handel wächst. Dass Mexiko auch für die deutschen Maschinenbauer wie Bosch Rexroth interessant ist, wurde auf der diesjährigen Hannover-Messe deutlich. Das nordamerikanische Land war in diesem Jahr Partnerland der weltgrößten Industriemesse. Für die Maschinenbauer ist Mexiko besonders als wichtiger Absatzmarkt für ihre Roboter und anderen Anlagen interessant. Deutschland ist inzwischen nach den USA und China drittwichtigster Handelspartner des Landes. Im vergangenen Jahr exportierten die deutschen Unternehmen Waren im Wert von fast 13 Milliarden Euro nach Mexiko, ein Anstieg von 16%. Mit 7,5 Milliarden Euro noch stärker, um 44%, zogen die Ausfuhren mexikanischer Firmen nach Deutschland an. Die Maschinenbauer schätzen Mexiko aber wie die Autohersteller auch als Produktionsstandort, denn es liegt geografisch günstig, vor allem für Exporte in die USA. Allein in den vergangenen 5 Jahren haben deutsche Unternehmen knapp 10 Milliarden Euro in dem Land investiert. In den letzten 5 Jahren hat Mexiko wichtige strukturelle Reformen angestoßen, als Basis für seine zukünftige Entwicklung. Und um zu einem Zentrum für Chancen zu werden. Und vor allem möchten wir auf dieser Messe zeigen, dass wir ein vertrauenswürdiges Land für Investitionen sind. Das bestätigte die Bundeskanzlerin. Und die Beziehungen würden durch das frisch beschlossene modernisierte Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mexiko noch gestärkt werden. Und obwohl es in Mexiko Risiken wie mangelnde Sicherheit, weit verbreitete Korruption und eine große Schattenwirtschaft gibt, überwiegen für viele Investoren offenbar die Stärken und Chancen. Die Expansionslust der fast 2000 in Mexiko tätigen deutschen Unternehmen bleibt jedenfalls ungebrochen. 9,3 Milliarden Euro. So viel will die Deutsche Bahn in diesem Jahr investieren. Ein Großteil des Geldes fließt in die mehr als 800 Baustellen zur Modernisierung der Strecken. Aber die Bahn will auch das Auto und das Flugzeug als Verkehrsmittel stärker angreifen und deshalb im Fernverkehr in die Offensive gehen. So plant sie den Kauf weiterer ICEs für knapp 1 Milliarde Euro. Und will auch in den bestehenden Bahnen mehr Platz für Reisende schaffen, etwa durch längere Züge.
Kampf den Funklöchern. Noch in diesem Jahr will die Bundesregierung das Mobilfunknetz in Deutschland deutlich verbessern und dazu einen Funklochmelder an den Start bringen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kündigte eine neue App an, die nach dem Modell von Staumeldern funktioniert. Über die App könnten die Bürger melden, wenn sie in ein Funkloch gerieten. So könne die Jagd auf die weißen Flecken im Mobilfunknetz eröffnet werden. Auf der Grundlage dieser Informationen will die Regierung dann mit den Mobilfunkanbietern darüber sprechen, wo weitere Sendemasten aufgestellt werden müssen. Hannover ist nicht nur Standort für die größte Industrieschau der Welt und andere Messen wie die Computermesse CeBIT und die internationale Nutzfahrzeugausstellung, sondern auch der Sitz von bekannten Unternehmen wie etwa dem Reifenhersteller Continental, vom Tourismuskonzern TUI und vom weltbekannten Hersteller von Kopfhörern und anderen Soundbauteilen Sennheiser. Die Landeshauptstadt Niedersachsen zählt mit ihren mehr als 500.000 Einwohnern zu den 15 größten Städten Deutschlands. Eine der bekanntesten hannoverschen Sehenswürdigkeiten sind die Herrenhäuser Gärten, an deren Rand sich auch die Universität befindet. Aber auch der Maschsee und die Altstadt mit ihren Nanas ziehen den einen oder anderen Besucher an. Zu einem regelrechten Touristenmagnet wurde Hannover vor 18 Jahren. Damals fand hier die Weltausstellung Expo 2000 statt, die die Stadt im nördlichen Teil Deutschlands weltberühmt machte. Und das war Markets on Air.